Wenn dir Ildorat kein Begriff ist, dann solltest du besser zu deinen Magiern gehen und sie bitten, dich um ihre weltlichen Belange kümmern zu dürfen. Denn ganz offensichtlich bist du noch nicht bereit für die hohe Bürde ihres oberen Wissens. Ja. Die Kraft des Auges ist erloschen und deine Zeit ist nun abgelaufen. Because I'm the Mighty Night Wave. Wir werden jetzt diesen überspannenden Kampf wieder zuschauen. Ja, wir werden ihn wieder mit viel Spannung beobachten. Ja. Dein Dämon ist am klatscht. So, ich muss mich mal kurz heilen. Ihr kennt den Grund mittlerweile. Naja. Because I'm the Mighty Night Wave. Natürlich. Er hat noch die Hälfte seines Lebens. Du hast einen Eisbär in der Hand. Was habe ich in der Hand? Warum du einen Eiszauber in der Hand hattest. Ich habe schon längst meine Armbrust in der Hand. Ja, genau. Aber wirklich ein epischer Kampf. Ja. Vor allem, wenn man ihn so detailliert beobachten kann. Und er ist tot. Zumindest haben wir Zeit, die einzelnen Szenen zu beobachten. Naja, wir können es wenigstens genießen. Mhm. Ja. Er ist tot, wir haben es geschafft. Oh. Yay. Und der Dämon, den hat's auch zerfetzt. Ich hab gesagt, ihn hat's zerfetzt, jetzt kannst du endlich verrecken. Warum will hier nichts nach Plan laufen, verdammt? Tja, life is hard. Because I'm the Mighty Night Wave. Geht doch! Deswegen. Du vergisst immer, and I don't care. And I don't care. Because? I am the Mighty Night Wave. Oh. So, wir schauen jetzt mal kurz in diesem kleinen Häuschen vorbei, was vollkommen mit Schnee bedeckt ist und wo irgendwas Schwarzes in der weißen Pampa liegt. Ach ja. Und das neue Lager wieder raus durch den Grafikbug. Nein, auf jeden Fall, wir legen wieder das Amulett der Priester an und werden uns jetzt diese Steintafel der Magie widmen. Vier Mana! Hart. Und 10 Lederbeutel öffnen. Oh ja, das liebe ich an den Drachenschätzen. Ja, das ist auch gar nicht langatmig, ne? Nee. Hey, ich habe gerade gesehen, wie du die Mana-Tafel liest. Ich sehe es jetzt gerade. Ach ja. Ja, Top-Qualität in den Übertragungsprogrammen. Wenn jemand ein gutes kennt, womit man auch mehrere Sachen übertragen kann, mir bitte sagen. So, eine Nachricht. Rhabarbel, ihr könnt auf Pause drücken und mich nämlich nicht mehr im Text zu nerven. Wir haben das Lager verlassen. Jetzt, da die Barriere endlich gefallen ist, werden wir das Zentrum der Zerstörung aufsuchen. Vielleicht finden wir dort die Antworten, die wir auf so viele Jahre gesucht haben. Wohin unsere Reise danach geht, weiß nur Alanas. Alanas ist bei uns, Saturas. Ja. Das ist der Vorteil. Jetzt verschwindet die Nachricht. Die waren ja gerade dort. Das ist der Vorteil, wenn die Mitkommentatoren ein Programm benutzen, wo alles so extrem in Zeitlupe geht, dass sie alles einen vorlesen können und man selber schon längst weitermachen kann. Ja, abartig. Nein, ich habe mir das einfach gemerkt, was da steht, weißt du? Aber ja. So. Ja, ich habe es eigentlich fast so lange gesehen, dass ich es hätte vorlesen können. Ja, und jetzt klappt. Das will doch keiner wissen. Ich habe Neuigkeiten über die Drachen. Berichte. Ich war in der westlichen Eisregion und habe den Eisdrachen dort zur Strecke gebracht. Das sind gute Neuigkeiten. Hier, ich gebe dir etwas Geld für deine Ausrüstung. Alle Drachen sind tot. Alle? Das Böse ist also endgültig besiegt? Nein, leider noch nicht. Es gibt dann noch ihren Anführer. Waren die Drachen nicht die Anführer der Orks? Ja, schon. Aber auch sie haben ihren Meister. Wir müssen auch ihn beseitigen. Ich kann hier verdammt nochmal nicht weg. Ich muss das Erz sichern. Und die verfluchten Orks sind auch noch da. Du musst dich allein darum kümmern. Ich kann dir nicht helfen. Möge Inos dich schützen. Ich werde mich da nicht
Ja, möge er das tun. Auf jeden Fall, ich habe zwar knapp jeden Ork in diesem verdammten Tal niedergemetzelt, aber wenn er meint... Ja. Sowas bei mir auch, das kenne ich. So, wir begeben uns jetzt mal aus dem Minental heraus. Als ich zum ersten Mal gezockt habe, habe ich irgendwie so eine Hoffnung gehabt. Ja, cool, dann kann ich irgendwie sagen, alle Orks wären tot oder so, aber nein. Als natürlich ich das erste Mal gezockt habe, habe ich direkt hier im... Ach hier, komm. Beim ersten Besuch im Minental. Schon alle Drachen, alle, nicht Drachen, sondern alle Orks gekillt. Ha, ja, klar. Ach ja. Als ich das erste Mal gespielt habe, habe ich den Eisdrachen so lange mit heiliger Pfeil bombardiert, bis er tot war. Ja. So. Ich habe damals auch mit heiliger Pfeil gemacht. Das allerdings war das im Ding, im normalen Gothic 2 und im normalen Gothic 2 heilen sich die Drachen nicht mehr, aber Kapitel 5 Aufbruch! Boah. Kapitel 5. Ja, herzlichen Glückwunsch. Danke! Ja, geht's jetzt. ZG? Entschuldigung. Für mehr reicht's leider nicht. Arsch. So, wir gehen jetzt mal zu Zardas und gucken, was er dazu zu sagen hat. Was euch im Minental in der einen Höhle da ist, doch in Gothic 1, wenn man an so einem Felsen so hochklettert, in so einer kleinen Höhle versteckt sich so ein Butler und sagt irgendwie, ich hab die Schnauze voll vom alten Lager oder so. Ja, das ist so ein kleines Versteck. Wenn du in Gothic 2 wieder hingehst, liegt da doch so eine Nachricht. Ja, aber das habe ich nicht gemacht, weil das können alle für sich sein. Was macht Lester denn bei Zardas? Ah. Wo ist Lester? Er ist fort und hat in seinem Turm diese Dämonenwesen zurückgelassen. Ich glaube, er will nicht, dass jemand während seiner Abwesenheit am Pass in seinem Turm herumschreitet. Wo ist der? Sehe ich auch gerade noch. Das hat er nicht gesagt. Er bat mich nur darum, dir diesen Brief von ihm zu geben. Ich habe ihn gelesen. Tut mir leid. Ich war neugierig. Und? Keine Ahnung. Ich habe kein Wort verstanden, Mann. Aber eine steht für mich fest. So bald werden wir ihn nicht wiedersehen. Ich glaube, es ist ihm hier einfach zu brenzlig geworden. Und da hat er sich einfach aus dem Staub gemacht. Du siehst nicht gerade fit aus. Ich fühle mich auch nicht besonders, Mann. Ich bin irgendwie völlig im Eimer und habe ständig Kopfschmerzen. Jedes Mal, wenn einer dieser schwarzen Kapuzenmänner irgendwo auftaucht, wird es schlimmer. Ich denke, ich werde mich jetzt erstmal ausruhen. Ja, ich würde die Nachricht einblenden. Wenn die Herren mit Kommentatoren soweit sind, können sie ja vorlesen. Ja, natürlich. Bloß, dass ich gerade immer noch sehe, wie er über seine Kopfschmerzen flennt. Ja, dann liest du diesmal vor, ich bin sag. Ja. Bloß dieser Brief ist, soweit ich es etwas länger als egal. So, ab zum Kloster. Wann hast du den Brief eingeblendet? Gerade. Grad ist immer... Wir sind freundlich und machen die Tür zu. Du bist schon im Kloster? Nein, tun wir nicht, wir sind böse. Bei mir hast du nicht mal den Brief geöffnet. Bei mir auch nicht. Och scheiße, Mann, jetzt hast du den Brief gar nicht gezeigt, jetzt bist du schon auf der Klosterbrücke. Dann hast du da was eindeutig übersprungen. Ich hatte vermutet, die seitliche Quelle der Macht ist... Ja, cool. Okay, ich will ja mal nicht so sein. Ich hatte vermutet, deiner Drachen im Minental sei die Quelle der bösen Macht. Ich habe mich gehört, wenn alles so gekommen ist, wie ich es vermute, wirst du jetzt nach den Hallen von Irdarad suchen. Das Buch, das du Pyrrha gegeben hast, enthält alle Hinweise, die du brauchst. Mir hätte klar sein sollen, warum die Suchenden es mit ihm in Besitz bringen wollten. Du musst es dir wieder beschaffen. Die Worte sind Xarak Ben Dardo. Werden es öffnen. Verrate sie niemanden. Ich werde mich nun wichtigeren Dingen widmen. Ich kann dir bei deiner letzten Aufgabe nicht beistehen. Nur du kannst es schaffen, die Quelle des Bösen zu bezwingen. Wir werden uns wiedersehen. Zardas, Punkt. Jetzt hab ich auch Brief gesehen. Jetzt seh ich sie. Jetzt ist er wieder weg. Jetzt kommt er wieder. aber mir auch. So, ab zu Pyrrha. Sprungkick. Jetzt ist er wieder fort. Alle Drachen sind tot. Das ist wahrlich eine gute Nachricht.
Es ändert jedoch nichts an unserer scheinbar aussichtslosen Situation. Yay. Die Suchenden sind immer noch nicht abgezogen. Ganz im Gegenteil. Mir kommen immer mehr Berichte zu Ohren, dass sich ihre Zahlen in den letzten Tagen sogar noch vermehrt haben soll. Die Drachen zu töten alleine hat dem Feind noch keinen ausreichenden Schlag versetzt. Wir müssen das Übel an der Wurzel packen. Ich habe mit den Drachen gesprochen. Was haben sie gesagt? Sie sprachen unentwegt von der Macht ihres Meisters und dass dieser sich in den Hallen von Irdorat niedergelassen hat. Enos stehe uns bei. Der schwarze Tempel hat seine Macht zurückerlangt und schickt nun seine Schergen über unsere Welt. Was sind diese Hallen von Irdorat? Der östliche Beschwörungstempel des Gottes Belia. Es sind ihrer Zahl 4 im Lande Myrtana. Doch dieser ist der wohl furchteinflößendste Tempel von ihnen. Vor etwa 40 Jahren zerstörte man den nördlichen und westlichen Tempel dieser abscheulichen Gottheit. Die tapferen Ritter dieser Zeit hatten alles eingesetzt, um diese mächtigen Bauwerke dem Erdboden gleichzumachen. Die schwarzen Horden des Feindes hatten damals der Überzahl und dem Heldenmut der Ritter und Paladine nichts entgegenzusetzen. Es wäre ein leichtes gewesen, die beiden anderen Tempel auch zu zerstören, um das Land endgültig von dem Übel zu befreien. Doch sie waren nach dem Fall des zweiten Tempels einfach verschwunden. Verschwunden? Ein ganzer Tempel? Ach komm. Spotte nicht. Die Situation ist ernst. Wenn die Hallen von Irdorat tatsächlich...